Am 1. Juli 1928 wurde der Jahn-Sportplatz feierlich eröffnet. Der erste Männerturnverein 1861 hatte das Areal erworben in unzähligen Arbeitsstunden, das einstige, aber mittlerweile verwilderte Bürgerwäldchen gerodet und gestaltet. Das heutige Stadion wurde am 1. Mai 1959 eröffnet und diente damals der ehemaligen BSG-Aktivist Schwarze Pumpe, dem Vorgänger des FC Lausitz, als Vereinsdomizil. Mittlerweile ist dort auch der SV Einheit 1919 als weiterer Hauptnutzer vor Ort.